Hallo und herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video. Wir sitzen hier gerade ganz entspannt an einem IFA-Abend gemeinsam in Kians Wohnung, um eine ganz oldschoolige Runde iPhone-Gerüchte-Bingo zu spielen. Ich habe mal wieder eine PDF zusammengestellt mit ein paar Behauptungen zur nächsten Apple-Keynote am Dienstag. Und wir werden jetzt einfach nach dem Intro ein bisschen drüber diskutieren, was wird passieren, was wird nicht passieren. Und dann sehen wir am Dienstagabend, wer recht hatte. Ihr könnt gerne mitmachen. Link zur PDF ist unten in der Videobeschreibung. Und dann legen wir direkt los. Viel Spaß. Bevor wir jetzt aber direkt starten, möchte ich euch mal unsere Gäste heute vorstellen. Denn ich sitze nicht allein hier, sondern wir sind zu 1, 2, 5, 6. Und ich würde sagen, wir fangen dort an. Ja, ich bin Jonas und ich bin der Praktikant. Ah ja. Ich bin Jonah und ich bin der Kameramann. Okay, und ich bin Kilian, der Inhaber dieser Wohnung. Okay, ich bin Julian und öfters hier. Und ich bin Konstantin und zum ersten Mal beim iPhone-Bingo dabei. Ich würde jetzt aber sagen, wir fucken gar nicht mehr länger rum, sondern fangen mit der ersten Frage an. Und zwar lautet die, wie werden die neuen iPhones heißen? Ist es A, das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max? Oder B, das iPhone 11 Air, iPhone 11 und iPhone 11 Max? Oder das iPhone XI, XI Pro und XI Pro Max? Was denkt ihr? Das iPhone 11 Gerüchte heißt? Gut kombiniert. Ich sag tatsächlich keins davon, weil ich glaube, dass das Max wegfällt. Weil es ist so komisch, so sechs Buchstaben für eine selbe Zeit. Das ist schon sehr lang, ne? Ich glaube, wie beim iPad. Weißt du, beide heißen Pro und dann wird die Displaygröße der Faktor. Aber weil scheiße, siehst du das, dass sie so schreiben, iPhone 11 5,8 Zoll? Nein, iPhone. Ja, beim iPad haben sie es halt auch gemacht. Also ich glaube schon. Beim MacBook ist es ja auch so. Ja, es fühlt sich irgendwie nochmal anders an, so ein iPhone, so ein Computer oder ein iPad. Ja, ich stimme dir zu, es ist nicht optimal, aber ich glaube, es ist optimal. Ich wollte jetzt mal an. Ich bleib bei A. Ich auch bei A. Ja, ich mach D. Ja? falls es ein iPhone mit Pro-Namen geben wird, wie wird Apple dem gerecht? A. Mit einem Pro-Motion-Display. B. Mit Apple Pencil Support. Oder C mit einem arschteuren Preis. Also C glaube ich safe. Ja. Die Frage dahinter ist quasi, ist der Preis echt das einzige oder bauen sie irgendein Feature ein? Weil das ist ja die große Diskussion so. Viele Leute fragen sich das, hey, kommt da irgendwas oder heißt es einfach nur Pro zum Spaß so? Ja. Und ich befürchte fast, dass es wirklich nur zum Spaß ist. So sehr ich mir halt auch ein 90 Hertz Display so wünsche. Ich bin mir nicht sicher, beim Pixel 4 soll auch 90 Hertz kommen, überraschend. Mhm. Vielleicht macht's Apple auch. Das ist so ein Feature, das kann man noch nicht leaken. Deswegen, vielleicht haben wir deswegen nichts drüber gehört. Also ich hoffe schon, dass Pro Promotion bedeutet. Okay. Ich hoffe, dass ich doch nicht sage. Nee, ich denke nicht. Was denkst du? Ich glaube, einfach der Arschteuerpreis. Ja, aber mit dem Display kommt noch so ein bisschen darauf an, wie sehr sie in Shopping-Laune bei Samsung sind. Ja, aber wenn sie so richtig gute Shopping-Laune sind, es ist ja nicht nur noch gar nicht daran, was Apple Pencil. Ich glaube schon, meinst du das? Hältst du das für realistisch? Ja, ich halte das für sehr realistisch. Natürlich. Ja, aber er macht es nicht so auf so ein. Ich meine, steckt er dann im iPhone oder ist der extern? Apple Pencil extern und dann mit so einem extra Case, wo das hin reingeslidet werden kann. Also, es gibt ja schon echt. Findest du das eine coole Idee? Nein, ist das absolut nicht, aber es wird so ein bisschen. Also, du sagst echt nee. Ja, das sind dann die neuen. Okay, ich bin hier hinterm Ohr. Du hast den Apple Pencil immer hier so. Ja. Am Start, wenn du mal was unterschreiben willst. Kann man mehrere Sachen ankreuzen? Also so A und C? Nein. Weil C bedeutet, dass nichts weiteres dabei ist. Dass nur der Preis das einzige ist. Das Apple Pro Display hat auch nicht 120 Hertz oder 90. Ja, stimmt. Ja. Was ist das eigentlich? Aber es hat eine matte Beschichtung. Das iPhone wird matt. Also vielleicht ist matt. Wie werden die drei Kameras bei den Pro-Modellen aussehen? A. Ein schwarzes Glaselement, hinter dem sich alle Kameras befinden. B. Ein schwarzes Glaselement mit drei separaten schwarzen Linsen. C. Die Erhöhung und Rückseite sind ein Glaspanel in derselben Farbe. D, die Erhöhung hat dieselbe Farbe wie die Rückseite, ist aber ein eigenes Bauteil. Das ist die nerdigste Frage, die mir eingefallen ist. Das ist wirklich sehr spezifisch, aber um ganz ehrlich zu sein, das ist die Frage, die ich mir am meisten gestellt habe, weil wir haben Dummies in allen diesen vier Formen gesehen. Das stimmt.
Und ich finde die auch sehr unterschiedlich schön. Also ich finde mit riesengroßen Abstand C am schönsten. Mhm. Und wäre sehr enttäuscht, wenn es zum Beispiel A werden würde. So. Also ich glaube auch C. Ich hoffe, dass es C wird. Deswegen sind die Kameras auch separiert. Weil wenn das gesamte Rückding bricht, dann werden auch die Linsen kaputt und sie können leichter verkratzen. Also ich glaube, C macht aus der logischen Sicht auch am meisten Sinn. Ja, und was ist mit D? So glaubst du wirklich, dass die Erhöhung desselben Glaspanel ist? Oder ist es wie in manchen Dummies einfach so ein erhöhtes Glasteil mit noch einem Metall? Ich glaube, beim Pro ist es 1, beim 11er ist es 2 geteilt. Das ist eine interessante Theorie, ja. Das könnte ich sagen. Das ist das Pro. Glasteil weniger. Welche Farben sehen wir beim iPhone XR-Nachfolger? Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Gelb und Koralle? Schwarz, Weiß, Lila, Rot, Gelb, Grün? Weiß, Lila, Blau, Rot, Gelb, Grün? Da muss ich einen Doktortitel haben. Man muss das ein bisschen... Es ist schon wieder sehr nerdig. Ich gebe es ja auch zu. Der Hintergrund davon ist, A, wären dieselben Farben wie beim iPhone XR. B, wären die Farben, die in den Gerüchten geleakt wurden. Und C, wären die Farben, die auf der Apple-Einladung sind. Daher kommt die Zusammensetzung. Und da stellt man sich jetzt die Frage... Was ist mit RGB? Also klar. Also kein schwarzes Modell mehr. Ja, glaube ich auch. Das also schwarze 10R war aber das meistverkaufte, habe ich mal gehört. Aber es ist das hässlichste. Aber wer dann ein schwarzes iPhone haben möchte, kauft sich eher das große. Das nee. Ist Das ist komm in die Alpha-Gruppe. Das macht locker richtig ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. 300 Euro drauf für die Farbe. Ja, so sind Leute. Na gut, es gibt auch so Lackierungen bei Autos für 10.000 Euro. Also meine Folie hat auch nicht nur 300 gekostet. Also ja. Also richtig Apple-like. Ich glaube die Mitte. Also ich glaube C. Ja. Ich glaube C. Das macht so viel Sinn. C macht viel Sinn, weil das echt die Einladung war. Ja. Das macht einfach Sinn, was es ist. Ja, Wie wird die Rückseite beschriftet sein? A. Apple-Logo oben, iPhone-Schriftzug unten. B. Apple-Logo oben, kein Schriftzug unten. Oder C. Apple-Logo in der Mitte. C. Ja. Ich glaub's auch, aber sieht's gut aus. Ich finde die Frage ist, sieht es nur nicht gut aus aktuell, weil wir es gewöhnt sind, dass es anders aussieht. Ja. Ja, das denke ich eher. Ich finde es eher so richtig clean, wenn es in der Mitte ist. Ja. Die Frage ist, wo kommt das CE-Kennzeichen hin? Ja, also wirklich, stimmt. Ja, das wird vielleicht machen wir das auch so auf den Rahmen oder so. Ja, wie das viele andere Hersteller machen. Es gibt so eine Klappe. Was soll denn zum Ausziehen? Ja, okay. Vielleicht können wir die Frage doppelt beantworten. Was wünscht ihr euch und was haltet ihr für realistisch? Nein, ich glaube, in der Mitte ist schon clever, weil die Kamera so groß ist. Da wäre ich auch dabei. Und das wird so einen Regenbogeneffekt haben wie die Notebook-Seite. Das wäre geil. Wünscht ihr euch nicht beides? Findet ihr das komisch? Du hast es auf jeden Fall getweetet. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, du hast schon vollkommen recht, das ist eine Frage der Gewöhnung. Ja, irgendwann wird man es in der Mitte feiern, aber jetzt gerade denkt man sich halt so, hä? Das sieht aus wie ein billiger Klon. Ja. Ich muss auch sagen, als ich den ersten Dummy gesehen habe, der halt das drin hatte, mit dem Logo in der Mitte, dachte ich, das ist halt ein Joke. Die haben es halt falsch positioniert, weil die nicht nachgedacht haben. Aber die wussten es halt vorher. Aber guck dir einfach mal ein iPad an. Oder, MacBook stimmt. Auf jeden Fall. Ja, iPad MacBook. Das ist weiß in der Mitte und es sieht nicht komisch aus. Aber es gibt doch diese Höhlen. Das sah auch bei den Dummies nicht komisch aus. Ja, ich weiß nicht, was aber es geleakt wurde, dachte ich mir so, endlich! Ja, ja. Das sah gar nicht komisch aus. Aber kennt ihr nicht diese iPhone-Schutzhüllen, die ein Loch drin haben für das Logo? Das ist halt in der Mitte. Ja. Da, wo die meisten Leute ihren Popsocket haben. Es wurden schon Cases von Spigen, glaube ich, geleakt mit Loch in der Mitte. Ja, aber es ist halt unpraktisch für so Leute, die so Popsockets und so mögen. Es hat noch den anderen Vorteil, dass man weiß, wo man für Reverse Wireless Charging die AirPods drauflegen soll. Intuition. Stimmt. Ja. Ist ja egal. Und dann das Apple-Logo wieder pulsiert dann so. Das sieht man aber nicht, weil die Karte ja, stimmt. Das ist ein Detail. Das ist ein richtiges Insider-Pro-Feature, das leuchtet, aber man sieht es einfach. 300 Euro bitte mehr. Sie erwähnen es aber auch gar nicht in der Präsentation. Und irgendwann sieht das mal jemand so ganz wie beim Kühlschrank, wo man so. Das ist ja so ein Kühlschrank-Phänomen. Sehr geil. Also, wo seid ihr? Also, ich bin bei A. Trotzdem. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Nein. Ja, also, jetzt eigentlich. Ja, glaube ich. Sag C. Also, C. Okay, nächste Frage. Wird uns 3D-Touch erhalten bleiben? Ja, in allen Modellen. Ja, aber nur in den Pro-Modellen. Nein. Es ist so eine Frage, wo wir einfach nur alle mal eine Träne vergießen können, oder? Ja. Ich glaub, ganz ehrlich, ich glaube, die machen was Neues.
Aber was Neues? Ja, so keine irgendeine Form von 3D-Touch. Haptik-Touch. Verbessern. Ja, Haptik-Touch war in den Gerüchten so. Haptik-Touch gibt es schon beim iPhone 10R. Haptik-Touch ist einfach nur lang drücken. Ja. Das ist einfach ein Name für lang drücken. Ja. Neues Feature. Ja. Neues Feature, jetzt mit weniger Funktion als vorher. Toll. Also leider 10, ne? Ja. Leider 10. Ja. Traurig. Das ist traurig, ja. Ja. Bei der Apple Watch bleibt es aber, oder? Ja, aber muss. Mhm. Das ist so ein essentieller Teil des Betriebssystems bei der Apple Watch, du kannst es nicht rausholen. Ja, stimmt. Oder sie machen Long Press auch. Oh nein, bitte nicht. Nein. Nein. Nächste Frage, Leute. Was passiert mit der Notch? A, bleibt exakt gleich groß, B, wird kleiner oder C, verschwindet komplett? C. Du weißt halt wie unterm Display. Das ist auch so eine Sache, das wissen wir alle, es bleibt exakt ja, so. Aber das ist der Markenzeichen. Haben wir alle die Hoffnung verloren, dass wenigstens noch ein bisschen kleiner? Ja. Bleibt exakt. Also ich sage dir, warum sie gleich groß bleibt. Ich glaube, die verbessern Face ID schon extrem. Und der dadurch, dass es schneller ist oder in welcher Hinsicht? Ja, ich glaube, größerer Blickwinkel, schneller, das alles, weitere Distanz. Ich glaube, es kommt eine neue Generation. Face ID, sagen zumindest die Gerüchte und dann bleibt der gleich groß. Ja, das ist also das Argument so. Ja, bessere Frontkamera, bla bla. Die Lautsprecher sind ja auch gut und so. Ja, ich würde auch sagen, es bleibt exakt gleich groß. Alright. So, kommt endlich USB Type-C? Das ist die Frage der Fragen. Spannend. Habe ich da Ironie rausgehört? Sehr interessant. Sagen Sie mir. Nächstes Jahr. Ja, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall ja in allen drei Modellen, ja, aber nur in den Pro-Modellen und wieder nein, kein USB Type-C. Was denkst du? Nein, einfach leider so. Ja, ist halt sehr. Ich glaube, dass halt das Ladekabel, was dabei liegt, am anderen Ende halt USB-C ist. Nächstes Jahr einen neuen Stecker. Das dann auf jeden Fall, das ist ein iPad Pro Ladegerät sein. Genau das gleiche von meinem. Damit haben wir jetzt auch die letzte Frage geklärt. Genau, letzte Frage. Wie sieht es mit dem Fast Charger aus? A, liegt in der Box, wäre ja sonst peinlich. Ja. Oder B, Apple blamiert sich weiterhin. Was sagt ihr? Liegt dabei. Muss, ja? Aber sonst wird es exakt. Ja. Also du hast eine Frage vergessen, wie teuer es wird, dann wird es 100 Euro teurer, wenn es in der Box dabei liegt. Nein, jetzt mal ehrlich. Das ist ein Joke, Mann. Ich meine, so schnell ist das iPad auch nicht, oder? Wie schnell ist das? 23 Watt oder so? Ja, 18 Watt. Ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht insane. Es ist halt nicht mehr peinlich. Es ist halt so, ja, okay. Ja, es wird einfach dabei liegen. Das Mindeste. Das ist so, wie wenn du in der Schule gerade so nicht sitzen bleibst. So ist halt 18 Watt. Und 5 war das eigentlich komplett sitzen bleiben, aber hatte sehr viel Vitamin B und darf trotzdem weiter. Also das ist so letztes Jahr. Ja, aber okay. Gewesen. Was werden dann denn die Preise sein? Same. Exakt gleich. Same. Ich glaube, es bleibt nicht so. Teurer. Denkst du, es wird teurer? Ich glaube schon. Wie viel? Ja, vielleicht. Also in Deutschland erwischt es ja immer blöd. Also ich glaube hier schon so 110 Euro oder so. Also es wird. Ich meine, 110 Euro? Warum? 110 Euro mehr. Ja, weil. Fürs iPhone jetzt oder für den Fast Charger? Ich glaube so, dass das 11er kostet so 900 oder so. Und was kostet 110? 110 Euro mehr ist dann das Pro-Modell. Weißt du, das kostet dann so 1300 irgendwas. Boah, das wäre nervig. Das ist Max und das Kleine. Ich glaube schon, das wird teurer. Ich meine, es gibt eine neue Kamera und so weiter. Ja, es soll kein 3D-Touch. Das Pro-Modell soll auch 128 GB Speicher haben. Es würde mich wundern, wenn der Preis bleibt. Ganz ehrlich, ich kann es mir auch vorstellen. Ich kann es mir deutlich eher vorstellen, als ich denke. Bin ich echt der Einzige, der glaubt, dass Apple die Preise nicht erhöht? Was ist los mit euch? Ich glaube, die bleiben es gleich. Ja, die Preise bleiben, wie sie waren. Bei so einem kleinen Upgrade bleiben die eigentlich schon. Das ist ja kein kleines. Für Apple ist das ein großes Upgrade. Das ist ein Pro-Modell. Aber es ist jetzt, da muss man auch die Pro-Preise zahlen. Ja. Du kriegst schon deutlich mehr, so, weißt du? Alles klar, aber ich würde sagen, das war's dann jetzt mit diesem Gerüchte-Bingo. Am Dienstagabend sehen wir, wer von uns recht hatte und wer nicht. Wir können ja alle mal irgendwie, keine Ahnung, alles abspeichern. Ich hab das nochmal. Ihr könnt gerne auf Twitter oder so, ihr könnt es wie gesagt in der Videobeschreibung runterladen, einfach mal selber ankreuzen, so was ihr für realistisch haltet. Schickt es mal irgendwie auf Twitter rum, dann können wir alle gemeinsam mitfiebern. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Danke Jungs, dass ihr dabei wart. Links zu allen Kanälen findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Infokarten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao!